Ja, ich freue mich auf Dr. Marc Gerretzen von Berenberg. Sie haben eben hier auf der Alternative Investors Konferenz einen Vortrag gehalten und haben vorgestellt, worauf es bei der effizienten Implementierung alternativer Risikoprämien ankommt. Ganz spannendes Thema, auch ein schwieriges Thema, aber es ist Ihnen ja gelungen, Ihre Teilnehmer auch zu überzeugen. Und Fragen waren ja viele da. Wir haben auch ein paar Fragen an Sie. Was hat es mit der Volatilitätsrisikoprämie auf sich? Die Volatilitätsrisikoprämie lässt sich eigentlich von zwei Seiten erschließen. Auf der einen Seite ist es eigentlich die Versicherungsprämie der Finanzmärkte. Es ist die Entlohnung für die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung. Der zweite, etwas technischere Zugang wäre, dass es sich dabei um den Unterschied zwischen der impliziten, also der an den Optionsmärkten eingepreisten Volatilität oder Schwankungsbreite und der später wirklich realisierten Schwankungsbreite handelt. Jetzt sprechen wir mal über die Kundengruppen, für die diese Volatilitätsrisikoprämie interessant sein kann. Wir bei Berenberg haben eine relativ heterogene Kundengruppe. Auf der einen Seite würde ich sagen, sind das hauptsächlich deutsche Investoren oder europäische Investoren, die natürlich etwas mit dem Niedrigzinsumfeld oder sogar Negativzinsumfeld zu kämpfen haben und aus Volatilitätsprämienstrategien Zusatzerträge generieren, um auf einem relativ risikoarmen Anleiheinvestment einen Zusatzertrag zu erzielen, um das Portfolio gerade so ins Positive zu drehen. Ich würde sagen, dass auf der anderen Seite des Spektrums würden wir Investoren sehen, die das vielleicht auch eher relevant für diese Konferenz hier als Alternatives-Ersatz sehen oder als Hedgefund-Ersatz mit durchaus zweistelligen Renditeerwartungen. Und ich würde sagen, das Mittelfeld ist abgebildet von klassischen Multi-Asset-Investoren, die das als Zusatzertragsquelle sehen, die möglichst unkorreliert ein Portfolio auch vor allem in etwas holprigeren Zeiten stabilisieren kann. Welche Marktphasen sind vorteilhaft und welche nachteilig für Ihre Strategie? Extrem starke Schwankungen, ob jetzt nach oben oder nach unten, sind nicht unbedingt optimal für diese Strategien. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, wir verkaufen Versicherungskontrakte mit bestimmten Basispreisen, also mit im Grunde bestimmten Selbstbehaltsschwellen. Und sobald dieser Selbstbehalt aufgezehrt ist, müssen wir eben die Versicherungsdienstleistung auch erfüllen. Sprich, ein extrem stark ansteigender oder fallender Markt ist nicht unbedingt optimal. Häufig sind diese Märkte aber eben auch mit ansteigenden Unsicherheiten verbunden, sodass sich diese Strategien danach durch erhöhte Prämieneinnahmen wieder schnell aus diesen Drawdown-Phasen herausziehen. Optimal wären Märkte mit erhöhter Unsicherheit, also zum Beispiel ein klassischer Markt wie nach der Finanzkrise. Sie haben einen konstant fallenden Markt, in dem wir auf einem Multi-Asset-Portfolio durchaus Zusatzerträge vertragen können, plus mit hoher Unsicherheit, also auch hohen Versicherungsniveaus oder hohen Prämienniveaus. Die Frage, die immer gern gestellt wird, ist die nach der USP, das, was sie einzigartig macht. Was würden Sie denn da nennen? Unsere Alleinstellungsmerkmale sind, dass wir zum einen schon lange am Markt sind. Wir betreiben den Publikumsfonds seit 2010. Allgemein mit Volatilitätsstrategien beschäftigen wir uns seit über 10 Jahren. Auf der anderen Seite sind wir in dem Produkt komplett 100% systematisch, können damit erklärbare Performance abliefern. Und unser dritter Punkt ist eine breite Diversifikation des Produkts, nicht nur über Assets, sondern auch über Assetklassen hinweg. Ja, das ist eine sehr komplexe Strategie, das muss man zugeben. Da braucht man eine enge Begleitung. Sie betreuen institutionelle Kunden, die sind auch differenziert zu betrachten. Ist das denn für alle Kunden aus dem Institutionellen auch geeignet? Stichwort Stiftung zum Beispiel oder kleine Family Offices. Vielleicht stellen Sie mal kurz vor, wie diese Strategie bei diesen Kunden eben auch zum Einsatz kommen kann. Gerne. Ich gebe Ihnen gerne recht, dass sich bei dem Produkt vielleicht um eher ein komplexeres Produkt handelt. Deshalb sind wir hier natürlich auch stark in der Pflicht, entsprechende Beratung vor dem Investment, aber auch natürlich später entsprechende Reportings zur Verfügung zu stellen, bei denen wir dann die Performance auch erklärbar machen können. Einen großen Vorteil, den wir mit diesem Produkt haben, ist, dass es 100% systematisch ist. Das bedeutet, wir können später eine sehr erklärbare Performance produzieren. Und so helfen wir eben kleineren Family Offices, angefangen bei Single Family Offices, aber auch Multifamily Offices, das wären die klassischen Multi-Asset-Kunden, aber auch Stiftungen, Pensionsfonds und auch Corporates, hauptsächlich dann aber im Spezialfondsmantel
Exposure umzusetzen und sich eben diese Prämie zu erschließen. Ganz herzlichen Dank.